Mensch, das gibt's doch gar nicht. Die sind ganz schön fies, die Dinger. Okay, das speichere ich aber und drücke auch den richtigen Knopf dafür. Hier kommen wir nicht hoch. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Okay. Das schaffen wir noch nicht da hoch. Aua! Oh! Was ist denn jetzt hier? Warum springt denn der nicht? Okay. Das sieht aus, als wenn wir hier nicht langkommen. Wahrscheinlich müssen wir dann oben so ein Tor aufmachen. So einen Hebel betätigen. Oh Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Warum läuft denn der automatisch nach vorne? Ja. Oh, sorry, sorry, dass ihr das mit ansehen müsst. Dieses unprofessionelle Spielen. Ich speichere hier einfach. Ach, das gibt's nicht. Jetzt ist man hier total übervorsichtig. Au, 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 au. Das ist aber auch ganz schön knapp, muss ich sagen. Und es zieht ganz schön Energie ab. Oh, das gibt's nicht. Wir können ja hier nochmal speichern. Ach so, okay. Nur das Erstellen einer Seelenverbindung. Ach, das gibt's nicht. Hallo? Ach, Menno. Ach. Na. Oh, Schwein gehabt. Schwein gehabt, sag ich mal. Ich würde hier auch nochmal speichern. Schon wieder so eine Nebelkrähe hier. Okay. Mal schauen. Von dort unten sind wir gekommen. Nach links kommen wir nicht weiter, weil dort dieser diese Barriere ist. Oh, 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 oh. Ins Wasser rein. Ja, wäre ich jetzt komplett aufgeladen, könnte ich sagen, dass man... Ernsthaft? Nein, ich... Also tauchen können wir hier auf jeden Fall nicht. Ah, jetzt ist die Energie... Oh! Das sieht jetzt aber nicht so aus, als würden wir hier langkommen. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Dann lasst uns einfach mal auf der Seite langlaufen. Kommen wir hier noch irgendwas nach oben? Da ist nichts weiter. Okay. Dürfen uns auf jeden Fall nicht von der Krähe treffen lassen.
Ah, Mist. Ich sag's noch. Ein Energiekügelchen bekommen. Oh, guck mal, wir haben... Das ist jetzt aber ziemlich gemein. Da sind einige an netten kleinen Krähen. Würde ich jetzt hier auch nochmal speichern. Oder vielleicht auf der anderen Seite. Okay, gut. Okay, dann speichern wir hier nochmal. Wobei der Speicherpunkt dann genau über der Krähe ist. Aber ich gucke mal. Tja, gute Frage, ne? Genial, es hat geklappt. Jetzt können wir auf jeden Fall hier... Achso, wir müssen auf jeden Fall einen Speicherpunkt setzen, dass wir hier einen neuen... neuen Skill erlernen können. Stichflammeneffizienz. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Erfordert Stichflamme, neue Gruppierung, das haben wir alles. Und den Rest können wir erstmal aktuell nicht nehmen. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Ultra Geistermagnet. Und hier benötigen wir auf jeden Fall sogar schon zwei Fähigkeitenpunkte. Das heißt, es beginnt wahrscheinlich dann ab hier. Hier auch zwei Fähigkeitenpunkte. Dann werden wir das erstmal nehmen. Stichflammeneffizienz benötigen wir auf jeden Fall. So, wir sind jetzt hier. Aber es bringt uns jetzt nicht weiter, ne? Denn ich habe nämlich auch keinen weiteren Punkt gesehen, in dem wir... oh. Ach so, okay, alles klar. Ich wollte eigentlich, dass der dein Dings kaputt macht. Oh, na, weg, 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 weg. Okay. Tja, können wir hier runtertauchen? Schaffen wir das? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Halt, falsche Taste. Wir können dennoch mal schauen, wie weit es uns hier nach unten verschlägt. Und tot. Ah, guckt mal, da unten ist irgendwas. Dazu benötigen wir aber, glaube ich... Das ist denn hier, wo ist denn das? Ultra-Stampfer? Stehflamme, Fähigkeitenmarkierung, Effizienz. Irgendwo hatte ich Fähigkeit der Unterwasseratmung hier. Wasseratmung, da. In sauberen Wassern zu atmen. Was sind denn saubere Wasser? Tja.
Schwierig, schwierig. Und wir haben immer nur noch 3 Energiesteinchen. Und ich weiß gar nicht, hat mir gespeichert. Ups. Ach ja. So ist das mit den Stacheln. Und wieder runtergefallen. Ah, Mann. Mann. Das war vorhin schon so schwierig, als ich da hoch wollte. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, was uns da oben noch erwartet. Ah, oh, jetzt fällt er wieder runter. Der kleine Kerl. Frustrierend. Frust macht sich breit, weil wir hier nicht hochkommen. Ach, nee. Und ich befürchte, dass das... Ach Mensch, warum habe ich denn das Spiel überhaupt angefangen? Das darf einfach nicht wahr sein. Ich weiß halt auch nicht, ob das mit der... Wenn ich mit den... Ich spiele das ja mit dem Steuerkreuz auf dem Controller. Und weil ich das Gefühl habe, dass ich mit dem Stick halt nicht zurechtkomme. Ich kann zwar auch mit dem Stick hier steuern, aber ich komme ja gar nicht klar, so wie das hier gerade aussieht, ne? Das sieht dann ungefähr so aus. Quasi das Ergebnis ist das gleiche. Hier können wir nicht lang, da nämlich dort dieses Wasser ist. Und da waren auch Dornen gewesen. Hier kommen wir nicht durch, da wir nicht so weit tauchen können. Und hier hatten wir irgendwo noch zerstörbare Wände. Das heißt... Tja, was heißt denn das? Wir müssen da hoch. Da oben müssen wir hin. Und ich habe die Befürchtung, dass das wirklich halt hier nur irgendwie hier so oben lang geht. Und hier sind überall noch so eine Energiepunkte, die wir einsammeln können, ne? Hier zum Beispiel weiß ich nicht, wo es noch hingeht. Also wo wir da an dem das Energiebällchen einsammeln können. Hier sind zwar zerstörbare Wände, die bekommen wir aber nicht kaputt, da sich dort scheinbar unsere Kraft den physikalischen Grenzen ausgesetzt sieht, vermute ich jetzt mal. Und hier, guck mal, das ist auch so ein Punkt, wo wir überhaupt nicht weiterkommen. Oder? Wir können es ja mal versuchen. Aber ich vermute mal, dass wir dort halt so eine Art großen Sprung benötigen. Denn wenn ich nämlich mal jetzt hier auf Escape drücke, dann haben wir hier noch auf jeden Fall so ein, das sieht aus wie so ein größerer Sprung, ne? Hier muss Wandklettern, Stichflamme. Und das alles, das haben wir noch gar nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal empfehlen, dass ich nochmal nach rechts gehe. Und versuche, erstmal an dem Rad hier vorbeizukommen. Dafür bekommen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Energiepunkte. Beziehungsweise XP-Punkte. Und jetzt muss ich mal schauen. Wir wollen nach unten. Wir wollen unten hin.
Das heißt, wir müssen hier lang. Und zwar wieder hier zurück. Tja, und ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir dort reinkommen zu dem Energieball. Okay. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Jetzt gehen wir nach rechts. Und hier sehen wir uns natürlich wieder der Situation ausgesetzt, dass wir hier oben gar nicht hinkommen. Ne? Das ist das, was ich gerade befürchtet habe. Oh, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, jetzt hat er uns doch noch getroffen. Warte mal. Da kommen wir auf jeden Fall auch nicht lang. Weil das ist auch nur dieser... Tja, ne? Guckt mal, hier ist nämlich dieser Aufgang... nach dort links oben. Tja. Ich bin ein wenig ratlos, was ich denn tun soll. Wir können hier ein bisschen XP sammeln und dadurch uns vielleicht ein bisschen hochleveln, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir am besten dorthin kommen. Beziehungsweise wir haben auch keinen blauen Energieball gefunden, damit wir uns entsprechend erweitern können. Ach ja... Wir können ja höchstens nochmal versuchen, dass wir hier hintauchen. Und dann kommen wir vielleicht hier hin. Aber ich glaube, das hatten wir schon ausprobiert. Das ist alles Wasser und wir kommen dort nicht lang, ne? Schwierig, schwierig, pupierig. Oben rechts hoch. Da müssen wir die ganze Strecke dort lang. Naja. Lass uns einfach mal hier gucken, dass keiner guckt. Ist schon mal richtig, der Weg. Nach links und dann wieder nach rechts. Seelenverbindung ist bereit. Ach ja, genau. Hier ist dieser hässliche, fette Klops.